Ich eröffne hiermit als Vertreter des Bundesvorstandes die Europawahlversammlung. Na endlich! Liebe Freunde, meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz was zur Europawahl, zur Europapolitik sagen. Wir haben am 11. November bei der Übertragung der Pariser Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges wieder einmal die eigenwillige Europa-Rhetorik der Kanzlerin lauschen dürfen. Egal, worüber Frau Merkel spricht, man kann sich darauf verlassen, dass sie ihre Zuhörer vor Abschottung und nationalen Alleingängen warnen wird. Liebe Freunde, das ist insofern verwunderlich, als sie sich zum einen außer Nordkorea kein Land auf der Welt abschottet und man zum anderen nationale Alleingänge europaweit vor allem mit dem Namen Merkel verbindet. In Paris sagte die Kanzlerin, sie sei in tiefer Sorge, dass sich wieder nationales Scheuklappendenken ausbreitet. Zitat: Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedenswerk wieder in Frage gestellt werden, klagte sie. Liebe Freunde, ich frage mal in diese Runde: Kennen Sie irgendjemanden in Politik, Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, der die internationale Zusammenarbeit und das europäische Friedenswerk in Frage stellen will? Tatsächlich stellt niemand die internationale Zusammenarbeit und das europäische Friedenswerk in Frage. Was die Kanzlerin behauptet, ist schlechterdings ein Märchen. Warum erzählt sie es und warum berichten die Medien kritiklos diesen Unsinn? Zitat: Ich bleibe nämlich noch einen Moment bei der Kanzlerin und bei ihrem Auftritt in Paris, denn daran wird deutlich, welches schiefe Welt- und Geschichtsbild diese Frau hat. Zitat: Der Erste Weltkrieg hat uns gezeigt, in welches Verderben Isolationismus führen kann. Und wenn Abschottung vor 100 Jahren schon keine Lösung war, wie könnte sie es heute sein? Also sprach Angela Merkel. Sie instrumentalisiert die Opfer des Ersten Weltkrieges für ihre EU-Propaganda, soweit so normal. Nur zeugen diese Worte von historischer Ahnungslosigkeit. Es gab 1914 keinen Isolationismus und keine Abschottung. Die deutsche Wirtschaft war damals bereits Exportweltmeister. Die Briten haben dafür den berühmten Stempel Made in Germany erfunden. Wissenschaftler, Literaten, Künstler waren international vernetzt, wie man heute sagt. Politiker und Monarchen besuchten einander, wer es sich leisten konnte, reiste durch Europa. Die K&K-Monarchie war ein Vielvölkerstaat, wie es die EU heute gern sein will. Und wie, liebe Freunde, steht es mit Angela Merkels Friedensrhetorik? Ist die EU wirklich als Friedensprojekt gegründet worden? Leider stimmt auch das nicht. Der Historiker Jörg Friedrich hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die deutsch-französische Freundschaft keineswegs ein Werk der Deutschen und der Franzosen, sondern vielmehr zuerst einmal der Amerikaner war, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihren Teil Europas zu einem Bollwerk gegen die Sowjetunion zusammenschweißen wollten, nachdem sie schon in Asien gegen die Kommunisten verloren hatten. Mit einem Wort, die deutsch-französische Freundschaft entstand aufgrund eines gemeinsamen Feindes unter dem Druck eines freundlichen Hegemons. Es war pure Realpolitik. Ja, es war richtig, aber es war pure Realpolitik. Die Violinen der Völkerverbrüderung waren damals noch gar nicht angestimmt. Und heute spielen sie eine Melodie, deren Erstaufführung falsch datiert wird. Man spürt die Absicht
und man ist verstimmt, liebe Freunde. Halten wir also fest, niemand will sich in Europa abschotten. Niemand strebt irgendeine Form des Isolationismus an. Niemand stellt den innereuropäischen Frieden zur Disposition. Außer vielleicht die Bundeskanzlerin. Ich meine damit den Euro und seine ständigen Rettungen. Denn diese fiskalpolitische Fehlkonstruktion hat das Klima zwischen Deutschland und einigen Südeuropäern nachhaltig vergiftet. Aber vor allem meine ich Merkels Politik der offenen deutschen Grenzen, die in Europa mehr Unfrieden und Spaltung gestiftet hat als jede andere politische Entscheidung seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das deutsche Plazet zur Masseneinwanderung gehörte zu den Hauptursachen des Brexit. Übrigens wurde der Brexit am 11. November auch symbolpolitisch vollzogen. Die britische Premierministerin blieb den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges fern, weil die Briten ihre eigene Siegesfeier hatten. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Dänen, Österreicher, Italiener, Polen, Ungarn, Kroaten, alle lehnen Merkels Alleingänge in der Einwanderungspolitik ab und wahrscheinlich werden sie auch alle den Global Compact for Migration nicht unterzeichnen, wozu man diese Länder nur beglückwünschen kann, meine Damen und Herren. Am meisten sträuben sich die Osteuropäer gegen den erpresserischen Humanitarismus, der ihnen aus Berlin und Brüssel entgegenschlägt und ihnen das Recht streitig machen will, selbst darüber zu bestimmen, wen sie in ihrer Mitte siedeln lassen. Diese Völker haben andere historische Erfahrungen gemacht als der Westteil des Kontinents. Sie haben keine Kolonialgeschichte. Es gab keine polnischen, ungarischen, tschechischen Kolonialverbrechen. Deswegen lassen Sie sich auch kein schlechtes Gewissen Afrika gegenüber einreden. Stattdessen sind Sie mehrfach selbst kolonisiert worden. Viele dieser Länder litten zum Teil jahrhundertelang unter dem osmanischen Joch, was ihre Empfänglichkeit für eine muslimische Masseneinwanderung bis heute sehr reduziert. Diese Länder sind wechselweise von den Nazis und den Bolschewiki besetzt und verwüstet worden. Nun, nachdem sie sich Hakenkreuz und Roten Stern vom Halse geschafft haben und wieder durch das christliche Kreuz ersetzt haben, erklärt ihnen die EU, der Halbmond sei eine notwendige Komplettierung der neuen europäischen Buntheitspalette. Da werden die Osteuropäer nicht mitspielen und wir haben dafür als Partei volles Verständnis. Meine Damen und Herren, Europa, das ist Vielfalt, Geist, Differenz, Freiheit, Recht, schöpferische Konkurrenz. EU, das ist Normierung, Bürokratie, Funktionärsherrschaft, Regulierung, Zentralismus, Umverteilung, Gleichmacherei. Das rhetorische Bubenstück unserer Tage besteht darin, dass die Eurokraten es fast geschafft haben, EU und Europa in eins zu setzen und aus den Freunden der europäischen Vielfalt Europahasser machen. Diejenigen, die den Kontinent mit Zentralismus überziehen wollen, nennen die Verteidiger der Vielfalt Europahasser. Wir dürfen uns dem nicht anschließen, sondern müssen uns dem entgegenstellen. Liebe Freunde, Europa ist noch etwas. Christentum. Es war bezeichnend, dass in Emmanuel Macrons großer europapolitischer Grundsatzrede vor der Sorbonne im September 2017 das Christentum überhaupt keine Rolle spielte. Das Wort kam nicht einmal vor. Nicht nur Frau Merkel, auch Herr Macron haben ein sehr eigenwilliges Bild von Europa und seiner Geschichte. Und deshalb verstehen sie sich wahrscheinlich auch so gut. Meine Damen und Herren,
Herr Macron, Sie haben sicherlich es gesehen und gehört, nutzte seinen Auftritt am Arc de Triomphe, um vor neuem Nationalismus zu warnen. Haben Sie die Bilder noch in Erinnerung, die Sie im Fernsehen gesehen haben? Also man beging den 100. Jahrestag des Kriegsendes, anders gesagt der deutschen Kapitulation. Der französische Präsident schritt vor den Augen seiner internationalen Gästeschar mehrere Formationen der französischen Armee ab. Zweimal wurde die Marseillaise gespielt. Hinter Macron wehten die Trikoloren. Die Champs-Élysées war blau-weiß-rot geschmückt. Der Präsident trug ein blau-weiß-rotes Schleifchen am Revers. Über das Pult, von dem er und danach die Kanzlerin sprachen, zog sich ein blau-weiß-rotes Band. Hinter ihm standen zwei Offiziere der Garde Républicaine mit präsentiertem Säbel. Ja, und vergessen habe ich, dass beim Abschreiten der Truppen auch der berühmte Marsch de la Garde Consulaire Amarengo gespielt wurde, der an Napoleons Sieg über die Österreicher und das Reich anno 1800 bei Marengo erinnert. Es waren aber keine Siegesfeierlichkeiten. Es war auch keine Darbietung des Nationalismus, sondern, wie Baron Macron betonte, des Patriotismus. Ein bisschen mehr davon, liebe Freunde, stünde uns auch gut zu Gesicht in Deutschland. Liebe Freunde, Herr Macron ist es, der im Paarlauf mit der deutschen Kanzlerin die Europäische Union weiter ausbauen und vertiefen will. Malcolm Schauf, der Präsident des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte, spekuliert im Januar im Interview mit der Wirtschaftswoche über die Gründe. Zitat: Warum wohl setzt sich Macron so sehr für die weitere Vergemeinschaftung ein? Weil Frankreichs Schulden weiter steigen. Frankreich wird demnächst sehr viel Geld brauchen. Viele Geschäftsleute und Ökonomen, die ich im Ausland spreche, sehen Deutschland als dummes Schaf. Kein Mensch kann verstehen, warum die Deutschen dieser europäischen Vergemeinschaftung der Schulden zustimmen. Soweit Herr Schaff. Ja, Herr Macron möchte nicht nur einen gemeinsamen Haushalt, sondern auch eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, in seinen Worten eine echte europäische Armee. Wer erfahren will, wie ernst es dem französischen Präsidenten mit diesem Zusammenschluss ist, sollte ihn einmal fragen, ob er auch vorhat, die französischen Atomwaffen einem gemeinsamen europäischen Kommando zu unterstellen oder ob ihm da das deutsche Geld genügt. Und heute oder gestern konnte man in der Zeitung die nette Überschrift finden: Wie teilt man eigentlich einen Flugzeugträger? Denn es ging um den einzigen Flugzeugträger, den Frankreich hat. Liebe Freunde, Frau Merkel sprach von Abschottung und Isolationismus. Und wir sehen heute, dass dies vor allem für zwei Politiker zutrifft: Merkel und Macron. Meine Damen und Herren, der Brexit ist für uns ein fabelhaftes Beispiel, dass ein Volk einen als falsch erkannten und unheilvollen Weg verlassen und umkehren kann. Ja, ich weiß, was sich zurzeit in Großbritannien abspielt, ist bestimmt kein Vorbild. Das ist wahr. Ich will damit auch nicht postulieren, dass wir den Briten in allem folgen sollten. Wir wollen die EU nicht verlassen, wir wollen sie auch nicht abschaffen, wir wollen sie reformieren, so wie sie ursprünglich gedacht war, als gemeinsamer Markt. Die Alternative für Deutschland ist bekanntlich zunächst als eurokritische Partei gegründet worden. Seit Jahren machen wir klar,
dass wir ein buntes Europa der Vaterländer wollen, statt eines normierten europäischen, von Brüssel aus regierten Einheitsstaates. Der Irrweg, auf dem sich die EU befindet, ist seit vielen Jahren erkennbar. Man hat über die Köpfe der Völker hinweg die neue Währung eingeführt. Man hat über die Köpfe der Völker hinweg Verträge gebrochen, um die Schulden zu vergemeinschaften, was letztlich heißt, sie uns aufzubürden und den sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus zu etablieren. Es wird ein sogenanntes Euro-Rettungspaket nach dem anderen geschnürt, aber die Schulden wachsen. In Südeuropa steigt die Arbeitslosigkeit und sinken die Einkommen. Die Europapolitiker folgten damals der süßen Melodie der Violinen, ergriffen glaubten sie, Geschichte zu machen. Und da es um große und letzte Dinge ging, empfanden es speziell deutsche Politiker als Zumutung, das Volk danach zu befragen. Heute fährt die EU-Karren in Richtung Wand. Der Austritt der Briten ist sozusagen die erste Station auf dem Wege. Der nächste Konjunktureinbruch wird die Lage zur Kenntlichkeit verschärfen. Erste Anzeichen gibt es ja. Die Wirtschaftsweisen haben vor kurzem ihre BIP-Prognose für 2018 und 2019 dreimal nacheinander deutlich abgesenkt. Als Hauptgrund nannten sie Fachkräftemangel. Merkwürdig, meine Damen und Herren. Wir haben doch gelernt, dass seit 2015 Fachkräfte ohne Ende eingewandert sind. Wo sind die nur geblieben? Anstatt einzusehen, dass ihr Projekt nicht funktioniert, verbreiten unsere Eurokraten heute die Parole gegen die zahlreichen Fehlfunktionen der EU, helfe nur eine Ausweitung und Vertiefung der EU. Gegen zu viel EU hilft nur noch mehr EU. Wir erleben diese Verrücktheit ja auch bei der Energiewende. Wenn 10.000 Windräder bei Stärke 0 stillstehen, kann die Lösung nur heißen, noch einmal 10.000. Oder bei der Einwanderung. Wenn die Integration von 1,5 Millionen Migranten nicht so recht gelingen will, hilft nur eins, auf keinen Fall die Grenzen schließen. Liebe Freunde, diese Politik gleicht dem Verhalten eines Trinkers, der sagt, wenn ich heute noch eine Flasche bekomme, bin ich übermorgen trocken. Kann ja sein, dass es gelingt, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht und die Erfahrung spricht dagegen. Es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass der Trinker seinen Stoff nicht selbst bezahlen muss. Warum sollte er dann aufhören zu trinken? Liebe Freunde, wir treten als Opposition an. Unsere politischen Mitbewerber werfen uns gern vor, wir hätten keine Lösung anzubieten. Davon abgesehen, dass das nicht stimmt, wir führen im Bundestag jeden Tag vor, dass es nicht stimmt. Wenn jemand einen Karren gegen die Wand fährt, heißt die Lösung ganz einfach Stopp. Opposition als Herrschaftskorrektur ist der elementarste Bestandteil der Demokratie und dafür stehen wir. Stopp, dass der Karren nicht weiter gegen die Wand fährt. Liebe Freunde, unsere Aufgabe in Straßburg und Brüssel wird darin bestehen, Rechtsbrüche zu korrigieren, Steuergeldverschwendungen offenzulegen, bürokratische Wucherungen zu beschneiden. Wir müssen den Zentralismus, der sich schleichend etabliert hat und heute darin besteht, dass die meisten Gesetze, Verordnungen und Verbote von nicht gewählten Brüsseler Bürokraten hinter verschlossenen Türen erlassen werden, wieder schleifen. Dieser undemokratische Zentralismus hat die EU den Kosenamen EU-DSSR eingebracht. Wir sind das europäische Land, durch welches sich der eiserne Vorhang zwischen NATO und Warschauer Pakt zog. Das heißt, wir haben viele Landsleute, die noch wissen, was autoritärer Zentralismus bedeutet und wie er sich anfühlt.
Deswegen sind sie dort auch empfindlicher dagegen. Wir besitzen sozusagen als Deutsche eine Mentalitätsbrücke nach Osteuropa und nach Westeuropa ja sowieso. Als das größte und wirtschaftlich stärkste Land und zudem als das Land der Mitte sollten wir uns auch ins Mittel legen, also vermitteln, statt unsere Nachbarn zu bevormunden. Liebe Freunde, um eine seriöse Oppositionsarbeit zu leisten, brauchen wir gutes, kompetentes Personal. Wir brauchen Leute, die Probleme anpacken und ihrer Aufgabe tatsächlich gewachsen sind. Der Philosoph Peter Sloterdijk bezeichnet in seinem vor kurzem veröffentlichten Tagebuch die Parlamentarier in Straßburg als Europas Auswahl an entsendungsfähiger Unbegabung. Das mag zutreffen oder nicht, doch es darf auf keinen Fall für uns gelten und für unsere Vertreter in Straßburg und Brüssel. Das EU-Parlament ist kein Versorgungsposten. Es wird anstrengend dort. Neben ihrer fachlichen Expertise und den Sprachkenntnissen sollten sie deshalb auch kulturelle Kenntnisse mitbringen. Wir müssen dort mit unseren europäischen Partnern im kleinen Rahmen einer Fraktion jenes Europa der Vaterländer verkörpern, für das wir im großen Rahmen eintreten. Ein freies, vielfältiges, patriotisches, traditionsbewusstes, allen Utopien gegenüber skeptisches, die Zukunft mit einer Mischung aus Realismus und Vertrauen in die eigene Kraft entgegensehendes Europäertum. Lassen Sie uns in diesem Geist, liebe Freunde, die Kandidatenaufstellung zur Europawahl vornehmen.